Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit Alexiel und ja, und unseren Quests. Bärenklau aufgezehrt, keine Spuren hinterlassen, so heißen die Quests, die hier auf uns warten. Leider immer noch mit einer leichten Verzögerung, die ihr wahrscheinlich nicht so merkt, aber ich halt schon, weil ich drücke halt schon wesentlich früher, als es überhaupt passiert. Und manchmal weiß ich dann immer nicht, hat das jetzt gecheckt oder nicht. Wer greift uns hier an? Er hier? Kriegen wir hin? Ist er tot? Ja, ne? Ja, der ist tot. Hier sind so Kräuter, die wir einsammeln sollen. Hier ist wieder eine. Sind das die Bärenklau-Dinger? Eine hatte ich schon eingesammelt. Ja, Bärenklau 2 von 8. Dann sammeln wir die doch fleißig einfach weiter ein. Auf dem Weg dorthin gibt es da hinten eh noch mehr, was wir tun sollen. Ja, der wird uns eh jetzt angreifen. Und wir sollen sie auch eh töten. Also wir haben noch nicht alle Bären getötet. Der letzte Düsteljunges war übrigens ja dir. Der wäre vielleicht noch was. Der war auf jeden Fall schwach. Das hat mir nicht so viel gebracht. Naja. So, da ist noch ein Bärchen. 4 von 6. Tü-tü-tü-tü-tü. Wo ist eigentlich Hamlet? Komm mal ran hier. Komm mal her. Folg mir mal. Ich weiß immer nicht, was der hier so rumeiert. 6 von 6. So, das haben wir erledigt. Das ist aber auch trotzdem noch nicht alles hier. Was wir zu tun haben, wir haben so das Wasserloch untersucht. Dann gehen wir da doch direkt nochmal hin. Reicht das, wenn ich da hingehe? Nee, ich muss da bestimmt hintauchen. Hier. Wasserloch. Habe ich untersucht. Hat gereicht. Wunderbar. Gibt's aber viele Bären. Die kann ich ja auch hinterher, wenn ich einen Bären haben wollte, aufpimpen mit so einer, mit so einem Item, was es zwar nicht überall gibt, aber ja, da kann man dann die gewöhnlichen halt aufwerten. Zu ungewöhnlich oder selten eher, besser gesagt. Aber das ist nicht notwendig. Ich wollte ihn einfach nur haben in meiner Sammlung. Das Bärchen. Ja, Bärenklau. Wo sind die Pflanzen? Ich achte gar nicht drauf. Da. So, den haben wir. 4 von 8. Wunderbar. Da ist nichts von diesem Zeugs. Da hinten steht wieder eine. Ist hier noch eine in der Nähe? Ja. Wunderbar. So. 5 von 8. Die holen wir uns auch noch. Jawohl, 6 von 8. Lasst euch nicht stören, Leute. Entdeckt Bau der Schwarzfälle. Okay. Haben wir das auch mal gesehen. Ja, ja, nimm alles mit hier. Haben wir es dann jetzt? Oder 8 von 8? Nee, wir haben alles. Schön, dann können wir ja jetzt zurück. Nimm mal alles mit. Wir steigen auf unseren Elch und ab die Post geht's zurück. So, da ist der Eingang. Was sagst du? Habt ihr den Bärenklau? Jo, 8 von 8. Die Stängel sind kümmerlich und schwach, aber mehr haben wir nicht. Die Verderbnis verbreitet sich schnell und selbst die Pflanzen bleiben nicht verschont. Ja, das hatten wir ja schon. Bevor der Bärenklau verwendet werden kann, um die Betroffenen zu reinigen, müssen wir ihn dafür vorbereiten und segnen. Nördlich von unserem Dorf ist ein Weitschreiter namens Flinkfuß zu finden. Um das Bündel zu vervollständigen, brauchen wir seine Schwanzfedern. Bringt die Schwanzfedern und das Bärenklaubbündel zur uralten Bärenstatue in den Ruinen beim Hain der Uralten, noch weiter nördlich als Flinkfuß. Fügt am Schrein die Schwanzfedern dem Bärenklauen zu und erhaltet den Segen des Bärengeistes. Okay. Haben wir alles gemacht von dir? Ja, haben wir. Das gelbe Ausrufezeichen irritiert mich, weil das immer zuletzt. Hier sind aber auch viele von diesen kleinen Bären. Da ist bestimmt ein ungewöhnliches Seltenes oder so dabei. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht.
Tü-tü-tü. Wir gehen hier weiter lang und lassen den Bären in Ruhe. So, hier sollen wir hin. Irgendjemand verfolgt uns. Der Bär, wer auch sonst. Da haben wir doch tatsächlich Stufe 24 schon erreicht. Das ist ja schön. Gesegnetes Kräuterbündel sollen wir machen. Bärensegen. Hier bei dir? Nee. Geben wir den erstmal da vorne ab. Was wir da machen sollen. Katrina, Winterleuchten. Friede sei mit euch. Katrina schaudert bei der Beschreibung der in Mitleidenschaft gezogenen Tiere und dem furchtbaren Gerät auf dem Boden des Sees. Alexiel, das ist grauenvoll. Was ist das für ein Ding und wo kommt es her? Etwas zehrt diese Tiere auf, sowohl körperlich als auch spirituell. Ich hatte damit gerechnet, dass die Satyren oder eine Krankheit die Schuld trügen. Aber es scheint einen doch eher unnatürlichen Grund dafür zu geben. Ja. Etwas versucht, das Leben aus Dunkelküste aufzuzehren. Ich werde mich umhören, ob jemand etwas über das Ding weiß, das ihr gefunden habt. In der Zwischenzeit müssen wir uns aber auch um die Wildtiere kümmern, damit ihnen nicht noch weiteres Leid geschieht. Könnt ihr ein paar Materialien für mich besorgen? Ja, klar. Ich brauche Leben in allen möglichen Formen. Sprecht mit Onu hier am Hain, um die Saat der Erde zu halten. Fangt ein Dunkelküsten-Irwisch, um die Saat des Himmels zu halten. Und besorgt die Saat des Meeres von den Seemuschel-Aalen an der Küste westlich von hier. Nee, Seemuschelschalen. Nicht Aalen. Naja, ich hätte auch die Aale geholt. Ist ja egal. So, hier ist ein Gemischtwarenladen. Kann der ganze Unsinn mal verkauft werden? Was haben wir denn hier? Tigerauge. Nö, das brauchen wir nicht. Kombiniert den Bärenklau mit Flinkfuß-Schwanzfedern von den uralten Bären in der Nähe. Das wollen wir dann ja behalten. Das Bärenfleisch brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier seit neuestem auch eine Pantherfigur benutzt. In einem pirschenden Panther verwandeln und auf Spüre für die meisten gehen. Darauf freue ich mich schon. So ein guter Streitkolben. Den möchte ich aber auch nicht behalten. Was ist das hier eigentlich? Heilkraut. Ach so. Nö. Das können wir dann ja auch behalten. Man weiß ja nie, ne? Ja, jetzt haben wir hier noch mehr zu tun. Da. Da ist irgendwie so eine Statue. Was kann ich jetzt hier machen? Soll ich jetzt das gesegnete Kräuter fehlen? Okay. Die Pantherfigur, sollen wir die jetzt auch schon? Sollen wir das? Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist es denn, was ich hier suche? Dieser Irwisch, der fliegt hier bestimmt irgendwo rum. Und sonst? Fehlt ja hier anscheinend noch was. Samenkönner des Lebens, Saat der Erde. Tüdelö. Dann laufe ich erstmal hier rum. Die Saat der Erde. Hier, da ist doch einer. Kann ich den jetzt fangen? Huch, ha, da ist er doch. Hallo. Ihr müsst euch näher an diesem Ziel befinden. Aber ich bin doch ganz nah dran. Hi, warte. Da, jetzt habe ich ihn. Das ist ja lustig. Kommt er jetzt mit oder? Nee, ich habe ihn. Okay, Saat des Himmels. Saat des Meeres brauchen wir jetzt. Mhm. Ja, kein Ding. Muss ich dann zum Wasser zurück? Wahrscheinlich, ne? Saat der Erde, Saat des Meeres. Irgendwo im Boden muss auch noch irgendwas sein. Zum Sammeln oder so. War da, ist das da? Steht das hier nicht irgendwie? Questdetails öffnen. So das Leben aus. Und könnt ihr ein paar Mal für mich besorgen? Ich brauche Leben in allen möglichen Formen. Sprech mit Onu hier am Hain, um die Saat der Erde zu erhalten. Ach so, Onu. Der hat die. Logisch, vielleicht sollte ich das dann auch mal machen. Onu. Bist du nur noch mal? Onu. 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 Du bist Onu. Dann gib mir mal die Saat. Oh Gott. Seid leise, kleines Wesen. Ihr könnt dieses uralte Land sprechen. Es schreit vor Schmerzen. Urtum Onu, wo finde ich die Saat der Erde? Sag mal. Saat der Erde. Ein mächtiges Reagenz für jemanden, der so jung ist. Ihr werdet viele Gegner im Namen der Allianz töten, aber es ist wichtig, euch daran zu erinnern, dass im großen Kreislauf die Geburt genauso mächtig ist wie der Tod. Onu hebt langsam die Hand zu seinem Kopf und zieht eine unscheinbare Eichel hervor. Er senkt den Arm in ruhiger Gelassenheit in eure Richtung. Dies ist außerordentlich mächtig. Ich entschuldige mich, ich wollte nicht wie ein Angeber klingen. Okay.
Gut, Unu hat das gemacht. Saat des Meeres, dann vielleicht steht das hier auch direkt, wo ich das nochmal finde. Und die Saat des Himmels zu hören, besorgen die Saat des Meeres von den See, genau die Seemuschelschalen an der Küste westlich von hier. Okay, dann muss ich da also hin tuckern. Da ist unser guter Geist. Der gute Geisterelch. Wo ist denn jetzt aber die Küste? Weil ich glaube, am Ende müssen wir da wieder zurück. Aber, ah, hier. Laufen wir da mal hin. Ah, schon ein bisschen komplizierter hier. Wenn man nicht weiß, wo lang. Ja, wir rennen einfach mal weiter und ignorieren den doofen Bären, der uns da jagt. Vielleicht hört er auch von alleine auf. Nein, er hört natürlich nicht von alleine auf. So, schön. Da vorne ist die Küste und da müssten ja diese tollen Muschelschalen sein. Wenn ich mich nicht täusche. Da ist auch schon der blaue Kreis. Kriegen wir die von denen? Hallo? Bist du schon ein verkrusteter Gezeitenkriecher, von dem ich die tolle Muschelschale kriege? Nein. Aber da. Vielleicht leuchten. Ach, die leuchten. Direkt aus dem Wasser holen. Alles klaro. Mit so einem coolen Luftsprung ab ins Gewässer. Was ist er denn hier für da hinten für einer? Ein Drohfisch. Mhm. Wollen wir den töten? Komm, den töten wir. Komm, töte ihn. Töte ihn. Ich will wissen, ob wir da... Ich dachte erst, es wäre ein besonderer. Ist es aber gar nicht. Kriegt man von dem irgendwas Tolles? Nein, wir kriegen nicht mal was Tolles von dem. Okay. Dann nicht. Ja, das hat ja gut geklappt. Direkt beim ersten Mal hier. Hol den Elch und los geht's wieder zurück. Haben wir alles. Gesegnetes Kräuterbündel fehlt noch. Wollen wir das da auch direkt holen? Dann gehen wir mal nach Süden. Wo machen wir mal alles hier, was wir erledigen sollen, bevor wir zurückgehen? Das macht mehr Sinn. Entdeckt die Meisterglewe. Hashana. Okay. Hi, Leute. Na? Sie hat irgendwas gemotzt. Ich weiß nicht was. Komm, den töten wir mal. Den Gesichtslosen. Meister, seht eine Nachtelfe. Sie macht euch zum... Mache ich euch zum Geschenk oder so, hat er gesagt. Wohl eher nicht. Komm, euch töte ich alle. Wenn ich denn mit der Verzögerung es jemals schaffe. Hallo, du darfst gerne auch sterben. Ihr habt mich eh alle gestört. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Oder die stehen hier alle so... Guck mal, der hier steht hier auch nur so sinnlos rum. Kann ich da vielleicht so rum? Oder irgendwo hoch? Oder rein? Aha. Hier geht's irgendwie... Mhm. Hier ist was für Bergbau noch für mich. Ja, kommt alle. Kein Problem. Den darfst du auch noch töten, Hamlet. Brauchst nicht nur einen. Wir nehmen noch ein bisschen Bergbau hier mit. Bin nur ein bisschen irritiert jetzt hier wieder, wo es lang geht. Soll ich da jetzt hoch oder soll ich da runter? Es ist immer dasselbe hier. Pegasus, komm. Nimm mir vielleicht doch eher hoch. Da oben irgendwo drauf. Bestimmt, ne? Da geht doch irgendwo ein Weg bestimmt hin. Warte, ich versuch's mal da lang, weil wir da noch nicht lang geritten sind, bevor ich wieder den doofen Weg zurückgehe. Lass mich bitte in Ruhe. Ich versuch's einfach mal.
Auch wenn es erstmal gerade nicht richtig ist. Sie sieht eher aus wie der Weg runter. Na toll. Dann drehen wir gleich wieder um. Aber vielleicht gibt es ja da oben einen Weg. Meister Glewe. Hier, da geht's vielleicht rauf. Oder da. Ich bin verwirrt. Die so doofen Schattenhammer-Kultisten. Guck mal hier. Das sieht doch nach einem Weg aus. Ob der da oben wohl irgendwo ist? Oder das ist, was wir suchen? Hi, Leute. So. Leinstoff, Wollstoff und so weiter. Leinstoff, ja. Erste Hilfe und so, habe ich mir gemerkt. Müssen wir auch beachten. Wir haben ja hier noch unsere Berufe und da haben wir Erste Hilfe und dafür brauchen wir die guten Stoffe, die wir jetzt hier so erstellen. Das darf ich nicht vergessen. Sonst bringt uns das natürlich nicht. Dadurch kriegen wir auch, also erhöht sich unsere Fertigkeit schön. Vor allem, wenn wir das alles hier erstellen, sehen wir jetzt hier, ist das jetzt Ganze von 9 von 75 gestiegen. Archäologen-Experte sind wir noch nicht, aber das habe ich jetzt mit den tollen Verbänden gemacht. Irgendwie ist es aber auch noch nicht so ganz das, was ich eigentlich machen wollte hier. Ich habe gehofft, dass das richtig ist. Haben wir das nicht jetzt? Oder? Ach so, weil wir uns verwandeln sollen in den coolen Panther. Das sollen wir jetzt also machen. Passiert uns was? Kann ich mich verletzen, wenn ich da jetzt runterjump? Wollen wir es einfach mal Hui! Oh nee, passiert mir gar nichts. Oh shit, doch. Komm, verwandel dich. Keiner sieht uns. Keiner sieht uns. Nee, du siehst uns gar nicht. So, jetzt sind wir unsichtbar. Komm, Hamlet, du machst hier irgendwie was falsch, du. Oh Mann. Dann musst du sie jetzt auch töten. Hamlet, du bist schuld, dass das jetzt nicht geklappt hat. So, ab in den Panther. Ja. Vielleicht hätte ich als Panther da oben hingemusst. Als sie noch nicht gestorben sind von mir. Das, kann natürlich sein. Da kriegen wir einen guten Malachit. Ich mach mal einen Cut. Das bringt ja so nichts. Bis gleich. So, wieder zurück. Hütet eure Zunge, elendiger Wurm. Ihr werdet Sorgoth den Glitching nicht als das Ding bezeichnen oder ihr werdet euer eigenes Herz als Abendessen verspeisen. Ah, so, jetzt haben wir zugehört. Jetzt aber zurück an die Arbeit. Eure Vorgesetzten schauen vom Ausgang auf euch hinunter und sie können Müßiggang nicht leiden. Also die haben miteinander gequatscht. Und das war nicht da oben, sondern hier unten. Aber das haben wir geschafft. Ich habe Hamlet mal weggeschickt gehabt. Der hat mich ständig verraten. Das war ein bisschen blöd, dass der dabei ist. Und wir können die Quest hier sogar beenden. Das sind schreckliche Neuigkeiten, Alexia. Wenn ihr recht habt, so müssen wir schnell und entschieden handeln. Wir können nicht zulassen, dass Sorgoth wieder zum Leben erweckt wird. Okay. Die Kultisten sind anscheinend dabei, die Überreste eines Wesens auszugraben, das als Sorgoth der Glitschige bekannt ist. Vielleicht haben die höherrangigen Kultisten mehr Informationen für uns. Schleicht mit Hilfe der Pantherfigur in die Meisterglewe und beobachtet die Anführer der Schattenhammer-Kultisten auf der höheren Ebene. Ach so. Ja, schön, dass ich das jetzt doch machen kann. Ich hoffe, dass die da oben noch sind, obwohl ich die ja schon getötet hatte. Das wäre natürlich echt blöde, wenn die jetzt da nicht mehr sind. Aber mittlerweile müssten die da eigentlich wieder hingespawnt sein. Der Ruf der Danassus-Fraktion hat sich auch um 250 verbessert. Richtig gut. Wir gehen hoch. Mookie folgt uns so niedlich. Okay, Mookie ist dabei. Wir gehen den bekannten Weg wieder hoch. War also gar nicht mal so falsch gedacht von mir. Nur, dass ich hätte da unten hingehen müssen. Hamlet einfach vorher wegschicken und jetzt erst nach oben. Gut, dass wir nicht nochmal aber ganz zurücklaufen müssen, um den Quest abzugeben. Das finde ich immer sehr nett. So, wir verwandeln uns. Die mit diesem Symbol da oben, die können uns erkennen. Da muss man echt aufpassen.
Sonst verraten die, dass wir da gar nicht, ne? Hätten wir auch schneller hier hochgekonnt, irgendwie über einen anderen Weg, weiß ich nicht. So, wir laufen wieder mal nochmal im Kreis hier herum. In der Hoffnung, dass das hier irgendwie was wird diesmal. Tü, sind sie da? Sie sind da. Sehr schön. Wieder mit Hilfe der Pantherfigur. So, komm. Jetzt sind wir da. Und jetzt? Ah, hier. Jetzt quatschen sie. Unsere Leute haben es fast geschafft, den großen Sorgoth auszugraben. Ist das Rätsel bereit? Ritual bereit? Nicht ganz. Wir werden jede Menge Opfergaben brauchen, ehe der Herold der alten Götter wieder über das Land streift. Keine Sorge, wie ich bereits sagte, sind unsere Leute fast fertig damit, die Glitschigen auszugraben. Sie werden eine angemessene und sogar freiwillige Opfergabe sein. Sorgoth wird auferstehen. Quatscht ihr noch? Fertig mit Quatschen? Alles klar, wir haben es abgeschlossen. Und dann können wir jetzt wieder zurück. Mit unserer Pantherfigur geht das ja hier. Richtig schnell kann man sich einfach schön fallen lassen. Es passiert überhaupt nichts. Finde ich voll gut. Oh, jetzt aber schnell weg hier. Das haben die dann doch gemerkt jetzt. Ich hole mal wieder ganz schnell Hamlet. Hamlet! Muss mal meine Gesundheit gleich erstmal aufpäppeln. So, wenn die uns nicht mehr verfolgen, dann kann ich hoffentlich auch wieder reiten. Aber irgendwie verfolgen die uns wohl noch. Nee, jetzt nicht mehr. Ach, Gott sei Dank. Wir sind hier auch schon echt fast im Eimer. Das geben wir noch schnell eben ab. Dann haben wir das erledigt. Oh Mann, dann mit diesen doofen Bären hier. Komm, lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Ja, vergiftet mich nicht noch. Kann ich jetzt so gar nicht gebrauchen. So, ab hier rein in den Hain. Da werden die uns nämlich nicht hinterher jagen. Die Schnurala. Balrin, sag mal, das sind schreckliche Neuigkeiten, Axia. Wenn ihr recht habt, so müssen wir schnell und entschieden handeln. Wir können nicht zulassen, dass Sorgoth wieder zum Leben erweckt wird. Finde ich auch. Seid vorsichtig. So, da kommt der Larien noch dazu. Machen wir im nächsten Part den Quest annehmen. Den geben wir nochmal eben ab hier bei Katrina Winterleuchten. Leben ist mächtig, Alexiel. Konzentriert in seiner reinsten Form. Kann es alles überstehen. Eines Tages wird auch Dunkelküste von den Wundungen genesen. Habt ihr alles gefunden, was ich brauche? Jawohl, haben wir. Wir haben alles. Perfekt, das ist alles, was ich brauche. Hattet ihr Spaß beim Irrwischfang? Als kleines Mädchen habe ich immer Irrwisch in Eschental herumgejagt. Katrina schweigt in Erinnerung. Plötzlich verdunkelt sich ihr Blick. Ich befürchte, ich weiß, womit wir es hier zu tun haben. Wir kriegen aber bessere Handschuhe. Das ist doch erfreulich. Auch wenn Dunkelküste in Gefahr ist. Seid ihr vertraut mit den Alten, Alexiel? Ohne und ich sind uns sicher, dass das von euch im See gefundene Artefakt nun nur ihr Werk sein kann. Und es verzehrt Dunkelküste weiter. Irgendwas hat die von uns lange tot geglaubten Schrecken erweckt. Schrecken, denen wir weder ihr noch ich gewachsen sind. Aber zuerst müssen wir uns um die Wildtiere kümmern. Hier in diesem Schößling ist die ganze Lebensessenz, die ihr mir gebracht habt. Ich glaube, wir können damit die Fauna der Gegend retten. Versucht es zuerst an einem nicht verzehrten Bären, Hirsch oder Mondpirsch und berichtet mir, was geschieht. Okay, dann testen wir da mal die Tiere so ein bisschen. Ja, komm, den Quest nehmen wir auch noch mit. Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Hört gut zu, Alexia. Wir müssen mehr über unseren Feinden Erfahrung bringen. Südwestlich von hier hinter der Meisterlewe sind ein paar Ausgrabungsleiter der Zwerge, die die Ruine der Nähe untersuchen. Vielleicht haben sie Wissen zutage gebracht, das uns nützlich sein könnte. Die Göttin schütze euch. Ja, und ich will endlich mal irgendwie instanzmäßig Dungeon irgendwas Cooles machen. Aber ja, wir machen das, wir machen das. Wir sind ja auch schon recht weit gekommen hier. Die ganze Dunkelküste haben wir hier schon abgegrast. Irgendwie. Aber auch noch nicht mehr. Ich hoffe, das kommt bald. Denn ich habe damals halt nicht hier weiter gequestet. Ich kenne mich hier nicht so aus. Für mich also auch ganz neu. Und erlebe es gerne mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr seid weiter dabei. Auch im nächsten Part. Hinterlasst mir einen Daumen oder Kommentar, falls es euch gefallen hat. Kennt ihr schon. Ich freue mich sehr darüber. Bis dann.